der böse Doppelgänger? Es muss stimmen. Oder der Typ ist ein mieser Schriftsteller. Abgesehen von seinen Schreibkünsten. Wenn die Informationen auf dieser Seite stimmen, könnte das ein Durchbruch sein. Dann lösen wir den Fall, bevor die Verstärkung hier eintrifft. Sie lassen sich Zeit, also seien Sie vorsichtig da draußen. Inzwischen werde ich mich mit Wake unterhalten. Vielleicht finde ich ja was raus. Okay. Vergiss nur nicht, was mit dem Salzstreuer war. Ja, ja, echt komisch. Schaut ganz, ganz anders aus. Auf der Seite war ich in einem Wohnwagen. Irgendwo in Watery. Hier schaut ganz, ganz anders aus. Mädchen vom Ort. Ah ja. Bastet. Jetzt geht irgendwie so eine komische Stimmung. Wenn ich das so sagen darf. Irgendwie habe ich so eher so das Gefühl, dass sie alle vom Kult sind. Kinderzeit. Abwarten. Sag's euch. Abwarten. Ich wette, es waren nicht Dockarbeiter. Und dann ist das ganze Dorf gegen uns. Am Ende des Tages. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal kurz auf geschmeidig ein bisschen durchschauen. Wer weiß, was wir nicht sogar noch alles finden könnten. Ist eh gut, wenn wir ein bisschen schauen. Aber ich hätte mir jetzt irgendwie gedacht, dass ich da jetzt was finden könnte. Ja, ja, irgendein Fremde geht da so durch und stiedelt. Ich hätte gleich gesagt gehabt, erst Tantchen, was wüsst, schleicht ihr sonst? Ich hätte es beinahe gemacht, ich hätte es beinahe gemacht. Hier steht alles unter Wasser. Ich muss Casey später davon erzählen. Ich hätte es beinahe gemacht. So, aha, was wollen Sie Hallo. Da? Wer sahen Wie Sie? Jetzt möchte ich gerne Sonnenbrille auf Johnny Silverhead angelehnt. Verdächtige Hase. Sehr, sehr verdächtige Hase. Okay. Ich gehe da jetzt die mal Familie spazieren. Habe aber bis zum Himmel nichts Interessantes gefunden. Genauso stellte ich es mir dort vor. Sieht nett aus. Genießen Sie die Sauna? Sauna! Und wie? Der Dampf ist wie Balsam für meine alten Gelenke. Ich warte nur, bis Arti mit seiner Show fertig ist. Dann gehen wir auf ein oder zwei Bier. Ich habe gelesen, Saunieren ist gut gegen Demenz. Und Bier auch. Natürlich das Bier, auf alle Fälle Bier. Schon mal vom Kult des Baumes gehört? Die Monster, halb Hirsch, halb Mensch? Natürlich habe ich von ihnen gehört. Wegen ihnen kann ich keine Spaziergänge mehr im Wald unternehmen. Wie soll ich vor so einer Kreatur entkommen? Meine Hüfte lässt das nicht zu. Ich wäre so gut wie tot. Ich könnte mich vielleicht mit meinen Krücken wehren. Glauben Sie, das würde funktionieren? Nö. Sie sind der Profi. Beinahe. Sie sollten vorerst lieber in der Sauna bleiben. Bist am Arsch, Brudi, bist am Arsch. Aber ja. Wir werden sich da jetzt noch ein bisschen umschauen, aber interessanter Ort, ich denke mir nur gerade zur Sauna. Das kannst du ja nicht Sauna nennen. Das ist doch ein Sauna, Junge. Ein bisschen schwimmen gehen, sicher. Bisschen Plansche, Plansche. Hallo meine Herrschaften, servus, grüßt euch, servus. Das ist ja wirklich hier scheiß Tag überflutet, oder what the fuck. Ich werde da jetzt aber trotzdem noch schnell... Na, gehen wir noch ein bisschen kurz spazieren. Weil ich wollte schon sagen, gehen wir kurz noch in die Hütten rein, aber... Wenn das Weg halt so sicher, aber... Es gibt hey, ja... Saga, hier drüben. Hi, die kennen uns ja. Hi, wie geht's dir so? Ah, die zwei Patienten mal wieder. Hey, Ilmo. Wie war der Spaziergang im Wald mit Steven? Ein weiterer zufriedener Kunde. Ich hoffe nur, er gibt uns eine gute Bewertung auf der Website. Schön, Sie wieder in Watery zu sehen, Saga. Wir haben Sie vermisst. Ganz furchtbar sein, dass mein Echt Kopf ihn gestört. Sehen, Saga. Sie tun so, als würden Sie mich seit Jahren das kennen. Das ist jedes Mal die Kante. Warum nur? Von Ihrem Gesicht. Kennen Sie den Kult des Baumes? Ja, wir dachten immer, es wäre nur eine Legende. Kinder, die gruselige Symbole malen, um sich gegenseitig einen Schrecken einzujagen, aber jetzt wirkt die Sache ziemlich wahr. Es ist schrecklich, was passiert ist. Wir stehen alle unter Schock. Wir sehen uns die Sache an. Hoffentlich kehrt bald wieder Normalität ein. Das ist uns wichtig.
So normal, wie es hier nur sein kann. Ich muss einen bestimmten Wohnwagen in der Stadt finden. Können Sie mir dabei helfen? Ja, der Besitzer der Watery Lighthouse Wohnwagensiedlung, das bin ich, kann helfen. Schön, dass unsere komischste Bewohnerin zurück ist. Bewohnerin? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Wenn Sie so Ihre offenen Rechnungen begleichen wollen, keine Sorge, das wurde schon erledigt. Muss schwer sein, dorthin zurückzukehren, wo Sie mit Ihrer Kleinen gelebt haben. Es ist, als würden Sie sich an eine andere Realität erinnern. Verwirrt Sie die Horrorgeschichte? Also was ist Coffee World? Haben Sie etwa unsere Werbung dafür noch nicht gesehen? Coffee World ist eine Mischung aus Fahrgeschäften, Essen und Spaß. Wir hatten bis vor kurzem sogar einen Elch. Außerdem befindet sich neben der Coffee World die Werkstatt der Kalevala Knights. Wir bauen gerade die Festwagen für das Hirschfest. Aber sehen Sie nicht nach. Die große Enthüllung erfolgt beim Hirschfest. Ah, ja. Also, Ihre Werbungen? Das ist mehr als nur Werbung, Saga. Unser Ziel ist es, die Leute zu unterhalten und über unsere erlesenen Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Außerdem schlägt sich Jarko wirklich hervorragend vor der Kamera. Verpissen Sie sich. Ich bin nur wegen des Freibiers hier. Keine Ahnung, was Freibier, was? Ist. Hey, ich bin Autor, Produzent, Hauptdarsteller und Regisseur. Haben wir nicht. Tun Sie sich einen Gefallen und schauen Sie sich alle an. Profiling ist der Schlüssel. Ah, okay, passt. Sonst passt, glaube ich, eh mit der Facecam. Bin genau bei der Kanten, aber so, dass es noch in Ordnung ist. Aber außer es wird herangezoomt. Passt. Ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass ich ein bisschen zu nah an der Kamera bin. Also zu nah mit der Kameraeinstellung vom Game und alles drum und dran. Wenn ich da eingehe, nicht durch. Aha. Ich hätte mir eigentlich gedacht, dass ich da sogar durchgehen könnte. Eigentlich im Prinzip. Ich hätte mit euch wetten können, Bolzenschneider, fix. Aber 100%. Die haben fix einen Bolzenschneider. Die haben fix einen Bolzenschneider. Das ist ein Scheißige. Wir hätten schon längst einen Bolzenschneider. Aber nein, wir brauchen einen legendären Bolzenschneider. Einen ganz, ganz speziellen, den was es sonst nirgendwo vielleicht geben könnte. Ist aber ein bisschen sehr dunkel. Ich glaube, das stört einer eh nicht, oder? Ich mir da so ein bisschen. Könnte man relativ gut vorstellen, dass wir vielleicht das ein oder andere finden könnten von dem Kult. Puh, heiß. Nee, leider nicht. Schade. Wär geil gewesen. Wär geil gewesen, wenn man vielleicht so ein bisschen auf verdächtiger Hase machen könnte. So, aha, okay, interessant. Wir haben vielleicht die Indizien, dass vielleicht die ganze Stadt voll mit Kultisten sein könnte. Oder irgendwas, wo du sagst, so richtig geiler Plot-Twist oder irgendwas. Irgendwas in der Richtung. Mir fehlt gerade so in der Stadt so ein bisschen dieser Plot-Twist. Aber ja, wir wissen eh, wir müssen einfach nur nach Ausschau halten, nach einem Wohnwagen und dann haben wir es eh schon. Eigentlich im Prinzip. Kamera. Wollen wir sich keine Sorgen machen? Überhaupt nicht. Werden überhaupt nicht gefilmt. Boah. Bei ihr haben wir schon extrem viel Zeug. Bei ihr haben wir echt, echt viel. Aber sonst haben wir fast gar nichts. Bei Ellen haben wir wirklich fast gar nichts. Was hast du denn diesmal wieder angestellt? Unendlich oft kann ich dieselben Löcher auch nicht flicken. Ich wollte gerade sagen, bitte sag jetzt nicht, dass das der Wohnwagen ist. Hätte sein können. Aber ich muss da noch ein bisschen. Lass mich noch ein bisschen schauen. Ich muss trotzdem sagen, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet hier. Irgendwie so ein Boxer, wo ich wieder so irgendeine Waffenverbesserung oder irgendwas daherkriegen könnte. Das habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen erhofft, dass ich sowas finden könnte. Finde ich cool, dass ich so von A nach B so ein bisschen herumreißen könnte. Ein bisschen das entdecken kann. Das werden wir definitiv brauchen. Okay. Ja.
uneingängige Melodie. Oh, der Bereich ist groß. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also wir müssen definitiv mal als erstes bei irgendeinem Wohnwagen oder sonst was gewesen sein. Sonst werden wir den einen Weg nicht gehen können. Fix. Das ist so dermaßen fett ausgerüstet, aber so dermaßen fett. Der Wahnsinn. Okay. Man dachte, vielleicht gibt es da irgendeine wichtige Information. Da könnte vielleicht das ein oder andere interessant sein. Muss aber trotzdem sagen, dass ich das jetzt überspringen werde. Nicht lesen werde. Sag ich euch ganz ehrlich. Vielleicht sind es wichtige Informationen, vielleicht auch nicht. Amazing. Schon wieder. Was für ein schönes Reh. Denkt man irgendwie immer so. Was hat's damit auf sich? Das können wir definitiv gerne mal abgeben. Weil wir haben eh zwei Stück davon. Das glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, mehr ist genug. Leuchtfackel, komm. Nein. Mach gleich zwei draus. Nimm gleich alle zwei. Aha. Plötzlich will es doch nicht nehmen. Dass wir das auch noch daher platzieren, weil was wir nicht brauchen, nimmt einfach nur Platz. Alles, was wir nicht brauchen, nimmt einfach unnötig Platz. Und das ist das Geschissene. Ah, da können wir einfach Realität wechseln. Na, schau dir das, Alter. Nein. Jetzt ist mal die Tante. Jetzt ist mal die Tante dran. Jetzt waren wir jetzt wieder eine schöne, nette Zeit lang mit Elm unterwegs. Nee. Jetzt ist sie mal wieder dran. Machen den Acker mal mit ihr fertig und dann heißt sie sicher wieder, ja, kannst du vielleicht da und da vielleicht vorbeischauen. Verzeihung. Was sagen Sie? Ruhe. Ach, die ist mitten in der Vorstellung. Ob ich wohl die erste FBI-Agentin bin, die den Mund halten soll? Das ist ja... der Hausmeister. Und nur Frauen, weißt du? Irgendwie verdächtig mit. Er ist gekommen. Ja. Lass dich jetzt einmal so stehen. Interessant. Er ist gekommen. Eine Stimme für Bürgermeister Setter. So stehen. Bürgermeister Setter steht für Gerechtigkeit. Lass ich jetzt mal definitiv so stehen. Er hat definitiv Fans. Von Frauen. Definitiv. Definitiv. Ah, wo sind bloß die Zeiten hin? Ich fühle mich nur noch wie ein Schatten meiner selbst. Watery ist definitiv idyllisch. Das Gute ist wenigstens, wir haben ein bisschen was gefunden zum Speichern und das Ganze. Also wenn es uns dann einmal irgendwann einmal zu viel sein sollte, können wir dort hingehen und... Baba-mäßig. Da könnte man trotzdem relativ gut. Achso, da kann ich. Ah, Scheiße. Ich habe mir jetzt gerade gedacht gehabt, dass ich da aufhüpfen kann. Jetzt gerade gedacht gehabt. Schade. Da hätte ich mir echt doch gehabt, dass ich da vielleicht irgendwas kriegen könnte. Aber dennoch, ich vermisse irgendwie so ein bisschen was vom Kult. Gerade, dass sie hier mit Absicht nichts haben, weil das ist der Kultbereich. Hier gibt es bestimmt guten Fisch. Weißt du, was ich meine? Mit Absicht. So ist es. Es wäre jetzt echt geil. Aber... für das, was wir gekommen sind, haben wir nichts. Aber die will jetzt safe. Die will es 100%, dass wir da jetzt einmal ein bisschen kurz die ganzen Akten da so durchgehen. Und da jetzt das eine oder andere noch draufballern. Für 13 Jahre. Taucht als Leiche auf. Dass wir vielleicht sogar noch ein Argument gegen die zwei haben. Ich stoppe Martingale.
Dann taucht ein Schriftsteller auf, der ebenfalls 13 Jahre verschollen war. Gibt es eine Verbindung? Ja. Was ist das für ein Fall? Es muss eine Verbindung geben. Passt. Nächste Akte. Wake sagt, die Geschichte würde die Realität um uns verändern. Komplett neue Akte. Wenn das wahr ist, muss ich wissen, was echt und was Fiktion ist. Ja, das ist es. Das ist wieder das große Ganze. Das ist wieder... das ist wieder die große Frage. Das ist wieder das große Ganze. Wir gehen überall mit durch. Da haben wir wieder was. Das ist falsch. Kultsymbole. Vielleicht. Ja, das haben wir jetzt auch schon gedacht. Nein, wer ist involviert? Kann einfach nicht dazu passen. Ah, dunkler Ort. Haben wir da irgendwas mit dunklen Ort? Sag ich mir jetzt auch schon langsam Dach gehabt, weil irgendwas mit dunklen Ort. Okay, das ist dann wieder für später. Gut zu wissen. Nächste Akte. Immer wieder nächste Akte, nächste Akte. Let's go. Haben wir da? Ah, wir haben eh was. Perfekt. Na schau, haben wir das auch wieder erledigt. Nächste Akte bitte. Immer wieder next. Ah, ein zweiter Hoppla. Was haben wir da wieder Schönes? So, er muss da wieder ein bisschen ran, sonst sehe ich wieder nichts. Der ist da, gell? Ja. Jetzt haben wir wieder den Sack geschafft. Ilmo hält den Kult für eine urbane Legende. Ja, nix. Oder nicht? Manche Dinge poltern in der Nacht. Es ist wahr. Alles ist wahr. Löse den Alarm aus, Bruder. Versammle die Truppen, Bruder. Jako. Der Schatten im Wald kommt immer näher. Sie halten ihn nicht für eine urbane Legende. Sie wissen, wie gefährlich er ist. Ilmo meinte, ich hätte hier gelebt. Glaubt ihr das wirklich? Licht, Gelächter und Liebe führen dich nach Hause. Saga und ihre Tochter. Oh Mann. Glückliche Gesichter bedeuten hohe Grundstückspreise. Die Familie kommt zuerst, Ilmo. Wir kümmern uns inzwischen um ihren Wohnwagen. Sie ist eine von uns, Jako. Ihr Ersatzschlüssel ist sicher. Die Koskela-Brüder haben schöne Erinnerungen an mein Leben hier. Die Geschichte muss sie beeinflussen. Ich spiele vorerst mit. Na. Ich brauche den Wohnwagenschlüssel. Definitiv. Faszinierend mal wieder, faszinierend. Finde ich echt geil, wie sie mit den ganzen Charaktere umgehen und herumspülen und Fäden ziehen und das Ganze ist echt faszinierend. Sau geil gemacht, sau geil. Passt, dann würde ich mal sagen, holen wir sich einen Schlüssel. Besser wäre Kombizange oder irgendwas, was man vielleicht Ketten kaputt machen könnte. Aber im Ernst, ja, ich würde gerne meinen Wohnwagen sehen. Haben Sie einen Ersatzschlüssel? Schön für Sie. Ja, ich habe noch einen. Er ist in der Coffee World. Ich würde ihn ja besorgen, aber Jako und ich müssen nach Bright Falls. Der Ersatzschlüssel ist im Safe des Souvenirladens. Ich rufe an und lasse ihn für Sie herauslegen. Oh, die Straße ist überflutet, aber der Weg hinter mir führt direkt dorthin. Ruf im Souvenirladen an, Sie sollen Saga helfen. Perfekt. Okay. Sollen wir vertrauen? Sollen wir die vertrauen oder bringen die mich zu einer Nichts. Falle irgendwie? Wofür bezahle ich die eigentlich? Irgendwie weiß ich nicht. Ich muss den Fluss Könnte man das aber auch relativ gut als Falle vorstellen. Weißt du, was ich meine? Und es ist ein weiter Weg. Es ist ein echt weiter Weg bis dorthin.
Also kann man da das eine oder andere noch sehr, sehr gut dazu vorstellen. Es wird dunkel. Ich sage nur mal dunkel. Ich sage nur mal, es wird dunkel. Das ein oder andere Schattenwesen wird kommen. Das wird ein langer Weg werden, ich sag's euch. Ich sag's euch. Das wird ein ganz, ganz langer Weg werden. Was war das? Es muss nicht einmal mehr dunkel sein. Es muss nicht einmal mehr dunkel sein, um das geht's. Hey, Tantchen, sofort Licht. Aber sofort Licht. Außer ich triff vielleicht sogar auf den einen oder anderen Kultisten. Das kann vielleicht auch gut möglich sein. Scheiße! Pudi. Wie ich darf so durch die Gegend, ist der Depper oder was? FBI, zeigen Sie sich! Wow, war der schnell! Bist deppert! Den kannst du aber auch nur mit der Taschenlampe aufholen. Also einfach so quasi kurz blenden und dann kannst du erst auf einem schießen, weil sonst der weicht fix aus. Geil. Erinnert mich jetzt aber gerade irgendwie ein bisschen an Resident Evil. Aber volle Wäsche. Aber volle Wäsche. Wieso habe ich das Gefühl, dass da gleich wieder irgendeiner runterschießen wird? Weißt du, ich muss gleich üben. Ich muss gleich üben. Das war lieber mit der Taschenlampe. Ja, ja, habe ich mir gerade gedacht. Das mit dem Ausweichen ist halt noch scheiße bei mir. Alter, wo jetzt? Wo jetzt? Ja, den Haverer kann ich eh noch treffen. Das ist gut. Ja, ja. Wow. Ja, ich mein, wow, er macht einfach Double Penetration. Alles klar. Macht einfach Double Penetration. Wo siehst du mit dem, Alter? Ah, du bist wirklich ein Wichser. Du bist ja wirklich ein reidiger Gegner. So schnell kann ich ihn nicht einmal. So schnell kann ich ihn nicht einmal ausweichen oder so schnell macht der Bam 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 mit mir. Ist das der Kult? Oder die Geschichte? Oder beides? Ich glaube eher nur die Geschichte, aber faszinierend. Echt faszinierend. Ja, sicher muss ich da jetzt entlang gehen. Hallo. Zeig mal nur kartentechnisch her. Nur damit ich mal Bescheid weiß. Okay, dann gehe ich mal da. Okay, das ist eher mehr so dieser Bereich, da kannst du oben hupfen oder irgendwas in der Richtung. Ich kann mir relativ gut vorstellen, dass ich da noch irgendwas finden werde. Wo ist das? What the fuck? Warum leuchten der Scheißdreck so? Das ist das nächste Kinderspiel. Oh mein Gott. Aber ich glaube, wir haben die nächste Puppe. Na, endlich! Endlich! Na, nur eine! Nur eine! Weh. Na gut, dann zeig mal her. Na, bist du deppert. Jetzt haben wir auch noch so eine Elchpuppe. Das sanfte Tier mit prächtigen Kronen. Im Walde rennt er morgen schon. Beim dunklen Bäumen vor dem Jäger es flieht, auf das den nächsten Morgen es sieht. Das ist es. Das war's. Ich frage nur für einen Freund. Ich frage nur für einen Freund, aber das war's schon, oder?
hat er vorher auch schon da? Ich bin mir da nicht so ganz so sicher, weißt du, was ich meine? Der war safe davor noch nicht da. Der war safe davor noch nicht da. Gut, dass Logan mir dieses Armband gebastelt hat. Eieieiei. Der war davor noch nicht da, der Hund. Der Hund? Geil. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Muss aber trotzdem sagen, ich habe ein bisschen Respekt vor dem einen oder anderen Gegner. Muss ich schon sagen. Also wir müssen schauen, dass ich da raufkomme. Da haben wir wieder Kiste. Wichtig, wichtig. Aber wir werden safe dann noch auf den einen oder anderen Gegner treffen. Muss. Einfach ein Muss. Das ist jetzt aber praktisch. Wir können einfach wieder zurück und dann haben wir es gefunden. Perfekt. Werde aber trotzdem kartentechnisch einmal kurz schauen. Achso. Einfach auf easy. Einfach auf easy. Außer es wartet einer auf uns. Das könnte ich mir auch relativ gut vorstellen. Dass sie das so ein bisschen mit Absicht machen. So, ja, da, Schaukiste. Und dann so richtiger, schöner, fetter Gegner. Das wär's. Ah, das sehen wir sie wieder für später, oder? Schauen wir es sich mal an, na sicher. Die ungelesenen Sachen. Was hatte Watery all die Jahre über Wasser gehalten? Ein Jahrhundert, wenn nicht mehr. Die Einheimischen kannten die Antwort. Mum. Oder wie sie es in der Sprache ihrer finnischen Vorfahren ausdrückten, Sisu. Sisu war heute nötiger denn je. Die Stadt war im Niedergang begriffen. Sie hat sich nie ganz von der Schließung des Sägewerks erholt. Auch die Fischerei flaute jetzt ab. Sägerei. Die meisten Menschen hatten die Stadt verlassen, um in anderen Städten Arbeit zu finden. Nur die Hartnäckigsten blieben hartnäckig. Eingegraben. Parasiten im Körper eines unheilbar Kranken. Sisu. Einige Leute versuchten, die Stadt wiederzubeleben. Die Koskela-Brüder wehrten die drohende Finsternis mit ihren Unternehmungen im Doppelpack ab. Die Coffee World brachte Touristen, Geld und Arbeitsplätze. Spaß rund um das Thema Kaffee für alle Altersgruppen. Der Kalevala Nights Motorrad Club baute Festwagen. Die Biker reparierten Fahrzeuge und leisteten freiwillige Arbeit vor Ort. Aber das reichte nicht aus. Watery brauchte ein Wunder. Das Ende des Weges war in Sicht und es rückte schnell näher. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Aber auch extrem informativ und interessant auch. Bin ich echt gespannt. Weil das wird wahrscheinlich nicht das Letzte sein. Perfekt. Au, wieder fette Gönnung. Totenbesessenen. Danke. Gut zu wissen. Definitiv gut zu wissen. Wird wahrscheinlich so ein starker sein, oder was? Sag mal nur ganz kurz her, falls wirklich mal, ja so explodierender Scheiß, gell? Also falls jetzt einmal wirklich sein sollte, dass es wirklich mal wieder ein starker Gegner sein sollte, glaube ich, sollte man mal beginnen zu werfen. Sollte man sich vielleicht mal das ein oder andere überlegen, ob man es nicht vielleicht sogar mal ausnutzen. Ich probiere alles. Auch wenn der Schlüssel nicht passt. Irgendeiner wird einmal passen. Das war sie. Jetzt schon. Das war sie. Irgendwann wieder mal einer passen, ich sag's euch. Irgendwann einmal eines Tages. Na dann, let's go. Ja. Einmal geht noch. Ja, hat passt. War mir jetzt unsicher. Beim dritten, das hat jetzt irgendwie so gewirkt gehabt, die wäre ein bisschen dezent zu schnell gewesen. Bissel. Oh, wie der fette Gönner. Und Gott sei Dank wenigstens ein bisschen ein Licht. Dass die Tante sich ein bisschen wenigstens erholen kann. Aha. Interessant. Und man vielleicht auf das eine oder andere Ziel noch eine schießen? Dieser Kultkisten. Mal wieder. Was steht denn da Schönes? Ich hab den Code geändert. Ich hab so das Gefühl, dass es eine 2,
Eine 5 und eine 7 ist. 2, 5, 7. Let's go. Let's go. Okay. Dann machen wir da eine 7 und da eine 2 draus. Okay. Jetzt bin ich gerade ein bisschen enttäuscht. Hm. Oh! Perfekt! Oh yes, Leute, wir haben jetzt eine Armbrust, Digga! Sexy, Alter! Sexy, Motherfucker! Au! Aber leider noch einmal zum Schießen. Leider, nur einmal Munition. Ich wollte gerade sagen, die werden wir sich jetzt fett gönnen. Ich hab mir die jetzt eingenaut. Achso, vielleicht kann ich nur einmal schießen und das war's. Oder, weil ich keinen Slot mehr frei habe. Das kann vielleicht auch möglich sein. Dass ich keinen Slot mehr frei habe und dementsprechend will sie jetzt das ein oder andere nicht annehmen. Aber das schaut ein bisschen sehr verdächtig aus, das Gelbe. Schaut ein bisschen sehr, sehr verdächtig aus. Wo ich mir so denke, so, was ist denn da jetzt schon wieder los? Aber wir haben eine scheiß verfickte Armbrust. Ja, Mann. Das ist wieder nur die Frage, wie gut kann man die auch wieder ausnutzen? Das ist wieder das Nächste. Das ist wieder das Nächste. Passt, das rettet man wieder vor dem Tod. Das gehen wir raus. Ja, wir werden es auf alle Fälle dann einmal ausprobieren, aber ich lasse es einmal. Ich lasse es einmal so stehen. Das gehen wir auch raus. Haben auch mehr als genug. Von dem würde ich auch sagen, haben wir mehr als genug. Das haben wir auch mal raus. Würde jetzt mal sagen, lass ich mal so stehen. Und das würde jetzt vielleicht damit beweisen, dass ich das vielleicht mitnehmen kann. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr wichtig. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Na, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Aber Leute, ich bin umso gespannter auf die nächste Folge. Erstmal alles mitnehmen. Ja, was weißt du, ich will nicht umsonst da jetzt herumschießen müssen. Wir werden es eh herausfinden. Aber Leute, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.